Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Comic Place Technomage. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das soll ein Grillen sein im Hintergrund, aber ich habe schon wieder vergessen, das umzustellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das einfach mal eingespeichert bliebe, aber naja. Es war ein langer und anstrengender Ritt, sogar für Schach. Ich denke, wir sollten jetzt und hier den Tag über eine Rast einlegen, auch um der größten Mittagshitze zu entgehen. Wir versorgen erstmal die Popox. Willst du es nicht übernehmen, die Gegend ein wenig zu erkunden und das Lager zu sichern? Vielleicht findest du ja was Interessantes. Ich habe einige Waren dabei. Willst du etwas kaufen? Ich meine, natürlich kaufe ich sofort was bei ihm, ist ja keine Frage mehr. Oh, mehr Konstitution, ha? Ja, so mehr Kreide und Fackeln. Oh, er nimmt tatsächlich alle meine Fackeln. Wow, nicht schlecht. Ja, Rest passt wieder so. Ach, nee, Moment, der Knopf. So. Okay, 13 Konstitution. Sehr schön. Was mit dir? Einziger anderer Wir Typ? werden hier für eine Weile kampieren. Die Pop-Ups brauchen mindestens einen Tag Ruhe. Willst du nicht helfen, das Lager zu sichern? Du kannst dich ruhig umschauen. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ist ja nur ein bösartiger Canyon. Oder so. Keine Ahnung. Ich meine, keine Ahnung, ob der böse ist. Ja, er ist böse. Hat keine. Ach, Moment. Hat keine 2 Sekunden gedauert und wir haben rausgefunden, dass er böse ist. Jetzt ist die Frage: Schützt mich das Kettenhemd hier gegen irgendwen von den Gegnern? Weil technisch gesehen würde ich ja glatt behaupten, so ein Skorpion, der sticht. Oder kratzt mit seiner Schere, wie auch immer man es jetzt nennen will, aber. Na, er macht was, er müsste Schaden machen. Ernsthaft, seine Axt hat mich hier unten getroffen? Sauerei, der macht dasselbe wie ich das letzte Mal im Sumpf. Ja, was soll denn das? Ist doch meine Taktik. Der darf das nicht einfach kopieren. Wie komme ich denn da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Backhänder. Kommt doch runter. Also, mega, hat das Viech jetzt gerade tatsächlich einfach ein Ei fallen lassen und das Ding ist gespawnt oder was war das? Frisst das? Hilfe. 20 und 20. Ja, 21 wäre cool. Das Ding zählt als Gegner. Ich meine, wenn es halt nie da rauskommt, werde ich nie erfahren, was ich für oder das Gegending das machen kann. Also, hey. Aha. Erflixt. Noch ein Portal, für das ich einen Augenstein brauche. Haben wir Blau schon im Sortiment? Woher weiß er? Ich meine, ich wollte jetzt eigentlich fragen, woher weiß er, dass er einen Augenstein spezifisch braucht, aber ich denke, das ist noch relativ offensichtlich. Naja, hier wirst du dasselbe in Rot sagen, also lasse ich das mal. Ist ein Kaktus gefährlich? Nein, ich kann dagegen laufen, wie ich will. Da liegt ein roter Augenstein. Ich wüsste allerdings nicht, wie ich da hochkomme. Also ein bisschen nervig, weil ich quasi über den laufen muss oder stehen bleiben muss. Aber geht. Okay, cool.
Mit der König der Welt. Ist das zu tief? Nein. Hast du gerade tatsächlich riskiert zu sterben? Ja. Weil wir wissen ja mittlerweile, dass es schlimmere Dinge gibt, als im Wasser zu sterben. Ernsthaft? Null. Bin ich nicht sehr zufrieden mit dieser Null. Hier ist eine Oase. Okay. So nah an unserem Camp sind die ganzen Monster, ey, meine Fresse. Ich sollte meinen, dass wir uns da vielleicht ein besseres Örtchen suchen würden für, aber nein. Komm her, lass mich dich töten, von hier unten. Komisches Viech. Ich bin ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass man Wirbelsturm da oben treffen würde, aber... Ich lasse mich insofern auch gerne eines Besseren belehren. Flonk. Das Level-Up kam jedenfalls. Was zum Teufel ist das da? All dieses Zeug und ich habe keine Ahnung... Oh, ich bin in Relation zu einem Anfang der Lösung sozusagen. Naja, naja. Ja, hol dir deinen Stein wieder. Dummkopf. Es war eine Falle. Eine Falle, um dich zu töten. Das sind nun mal die besten Fallen. Oh. Okay. Pfeile, okay. Ich gehe nicht nochmal in den Canyon rein. Dazu ist ich so. Da ist ein Schalter. Okay. Also in das Stückchen von dem Canyon, ne? Nicht zu verwechseln damit, dass das hier offiziell der Canyon ist. Das ist mir auch bewusst. Wo ist denn das Viech jetzt wieder hingelaufen? Ich meine, technisch gesehen bin ich jetzt im Neugeborenen hinterhergelaufen, um ihn zu verprügeln. Ist jetzt vielleicht auch nicht so die nette... netteste Sache, die ich jemals gemacht habe, aber hey. Habe ich eigentlich eine Quest hier offen somit? Nee. Hätte sein können. Okay, also entweder muss ich jetzt tatsächlich an dieses Auge kommen, was da oben drauf liegt, wo ich einfach nicht hochspringen kann, weil ich Melvin bin. Sieht halt so einfach aus, da hochzukommen, ist es aber gar nicht. Hast du mir jetzt was Neues zu sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Einige Waren dabei. Hast du mir was Neues zu sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir werden hier für eine Weile kommen. Also ich müsste schon irgendwas finden, ne? Ne, mehr wollte ich eigentlich jetzt gar nicht wissen. Vielleicht habe ich den einfachen Anfang einfach nicht gesehen und gemacht, oder? Nö. Oder? Einfach mal laufen. Ja, und hier schon wieder merken, dass ich nicht weiterkomme. Ich bin noch leicht überfragt. Aber irgendwann werde ich schon
Hoffentlich irgendwann werde ich realisieren. Ups, das war der falsche Knopf. Wo mein eigentlicher Anfang wäre. So ähnlich wie, aber nicht wirklich eine. Aha. Aktiviert eine mystische, sich bewegende Plattform mitten in der Wüste. Sehr gut. Er kennt sie nicht. Roter Kristall. Das ist, ne, da ist aber das, was ich meine. Das ist ein roter Kristall. Oder wird roter Kristall genannt, nicht roter Augenstein. Ah. Nerv. Kleine Details und so, aber, ne? Okay, ich glaube, das ist mal wieder so ein Moment für die Trickserei. So minimal. Das sieht ganz gut aus. So sehen wir ohne Probleme was. Gut, jetzt muss ich natürlich auf die blöde Plattform warten, weil ich jetzt. Also entweder muss ich warten oder den Schalter nochmal betätigen, ganz von beiden, aber der ist unten, ne? Ja. Ah, ich komme, ich komme. Mein Gott. Plattformen, die sich hier bewegen, wie cool. Und all dieses Rumstehen und Warten. Lecker. Standing here in the light of a cave. Hier ist voll nichts zu tun, ist irgendwie echt langweilig. Ich warte nur drauf, dass sich irgendwas tut. Ich verschwende meine Zeit, habe gar nichts zu tun, aber ist ja auch egal hier. Und ich frage mich wie, ich frage mich warum, warum stehe ich hier rum wie ein dummer Melvin? And all can see. Ist ein kleiner Skorpion, der mir tatsächlich in den Fuß gepikst hat. Ich leide sehr, dass Gift zirkuliert. Ja, nein. Genug Gesangeinlage. Wir warten auf Plattformen, damit wir hier wegkommen. Jetzt gehen wir wieder in die Mitte, nehme ich an. Und von der Mitte warten wir dann genau auf die Plattform, die jetzt natürlich gerade wieder weggeht. Damit wir darüber kommen. Cool. Aha. Easy. Police. Das war so einfach. Cool, mehr Wüste. Oder Canyon. Oder beides, je nachdem. Ja. Was in aller Welt ist das? Was geschieht mit mir? Ist das der Schmerz über den Verlust meiner Eltern oder gar die Einsamkeit in dieser unwirtlichen Gegend, die mir Trugbilder vorgaukelt? Ich sah einen jungen Mann mit Dreamer-Ohren und einem Umhang. Ich muss dringend eine Entscheidung fällen, wo in Zukunft meine Heimat sein soll. Dieses Warten und Verharren in dieser Gluthitze raubt mir sonst noch völlig den Verstand. Okay. Ja, so macht man Charakterisierung.
Einfach reinwerfen. Ey, die hat keine Eltern mehr, wohnt hier. Wenn wir sie tatsächlich mal treffen sollten, ja, keine Sorge, ich habe ein Trugbild von dir gesehen. Ich weiß, dass deine Eltern tot sind und dass du keine Lust mehr hast, hier in dieser Pampa zu wohnen. Eigentlich merkwürdig, aber gut. Au. Ich habe mich perfekt positioniert, um jeden Schaden einzustecken, der kommt. Oh yeah. Will sagen, ich habe mich gerade wirklich sehr schlecht hingestellt. Ich habe wirklich jeden Schaden gefressen, der auch nur ansatzweise sich dafür entschieden hat, zu mir zu kommen. Das war nicht gut. Er ist tot. Der fliegt aber nicht, oder? Oder das kleine Viech ist so schnell abgehauen, dass ich das nicht mehr gesehen habe, dass es gespawnt ist. Beides möglich. Ah, mein Stein! Ich hole mir meinen Stein zurück. Friss das, Skorpion. Du bist nicht von mir sicher, nur weil du auf einer höheren Kante bist. Quasi eine höhere Ebene, aber das klingt so wie eine höhere Ebene der Existenz. Und dem ist ja leider nicht so. Also leider für den Skorpion, nehme ich an. Olé. Es ist schon irgendwie witzig, wie dieses kleine Viech da einfach spawnt, wenn das große Flugding drauf geht, aber naja. Da brauchen wir Gelb. Dupti-dupti. Und sonst ist hier einfach nichts. Einfach die Stille der Wüste. Grün. Das gute alte Grün. Was keine kreative Farbe ist. Wer die Anspielung versteht, top. Wer nicht, ja, der hatte keine Kindheit. Keine Horrorkindheit, wohl bemerkt. Also nicht wie eine schlimme Kindheit, sondern hat sich nichts Horrorähnliches angesehen. Auf dem guten alten YouTube. Ja, machen wir so. Noch nicht ganz sicher, wo es tatsächlich weitergehen soll. Ich weiß ja nur, dass ich extra, nachdem wir das Phantom da gesehen haben, anders gegangen bin, weil... Ich denke, ich werde auch hier wieder irgendeine Art Hebel brauchen, um die Plattformen in Bewegung zu halten. Bewegung zu halten, klingt so ein bisschen so, als würde die sich wenigstens schon bewegen. Aber gut, kommt mit auf die Liste. Wir brauchen einen Hebel. Also der Skorpion hatte gerade aber echt nett gewartet, bis ich die Kamera richtig positioniert hatte, um ihn überhaupt zu sehen. Ah, der arme Kerl, der sieht mich gar nicht richtig. Moment. Ich lasse ihn mal eben seine Kamera drehen und dann können wir weitermachen. Sehr nett von ihm. Ist ein sehr höflicher gewesen. Sehr schön. Zauber ist eine gute Sache. Okay, hier können wir... quasi sehr hoch hinaus. Wir sind schon wieder bei 33 Erfahrungspunkten. Oder 33% Erfahrungspunkte. Das ist ja quasi immer dasselbe, ne? Weil ich nicht weiß, wie viele Erfahrungspunkte ein Viech gibt. Ein gelber Augenstein. Ich denke, ich sollte ihn unbedingt mitnehmen.
Aber wie bekomme ich ihn aus der Wand? Na, du wolltest schon ein bisschen wegspringen. Wofür habe ich denn Bomben? Von meinem Papa. Na, jetzt muss ich auf den Dingens warten. Deswegen sind Cooldown-Effekte kompletter Unsinn, es sei denn, das sind Fähigkeiten in einem Kampfvideospiel. Aber nein. Noch ein bisschen länger warten. Was habe ich jetzt davon, dass ich den Radar angemacht habe? Geht doch. Floing. Hätte nämlich aber tatsächlich auch sein können, dass ich ihn nicht, ich persönlich nicht mitbekommen hätte, dass der da gewesen wäre, wenn ich den Radar nicht angemacht hätte. Naja. Wie gesagt, ist das Einzige, was ich daran nicht so richtig mag. Ich finde die Cooldowns ein bisschen dämlich. Oder halt, ich halte sie für keine sehr gute Entscheidung. Da war grün. Okay, dann ist das da hinten vielleicht gelb. Dann laufen wir mal darüber. Darüber. Das ist aber auch, ne? Die Freude über eine Schatztruhe ist echt klein, weil wir wissen, für gewöhnlich ist da halt dann nur ein Heiltrank drin, der auch rumschweben könnte. Das ist eine kleine Tragik. Ja, gehen wir da mal rein, wa? Oder durch, wie auch immer. Yay. Okay. Haben wir den Hebel gefunden? Das war irgendwo hier hinten, glaube ich. Ja. Ah. Ah. Hi, Kumpel. Ha, selbst das kleine Viech wurde umgebracht. ich meine, wie traurig. Überaus traurig. Fast schon schändlich von mir. Nein, ich finde das eigentlich witzig. So, muss ich wohl da drauf, wa? Ja. Habt ihr das gesehen? Fabulöses Gespringe, ohne drunter zu fallen. Es ist... Tja, was könnte ich jetzt... Was könnte ich jetzt wohl machen? Wisst ihr es, Kinder? Was könnte Melvin benutzen? Ups. Den Kompass? Seine Rennstiefel? Was könnte Melvin wohl nehmen? Und bevor jemand fragen will, ja, ich fahre schon gerade nur. Aber es erinnert mich sehr an so eine Dora-Folge. Könnt ihr uns helfen, das Rätsel der Augensteine zu lösen? Oh, hallo, junge Dame. Die immerhin keine Unterwäsche aufhängt. Was gut so ist. Gibt andere Spiele, die sowas machen? Direkt als erstes fällt mir bei sowas immer Grandia ein. Man besucht Fina und das erste, was mehr oder minder passiert, ist, man findet ihre Unterwäsche. Hast du zufällig einen Augenstein oder 8 oder so hier rumliegen? Die sammle ich nämlich. Ich bin so eine Art Sammler. Meine ja nur. Katzin? Oder was lädt der so lange? Immer so eine halbe Katzin. Hey, halt, wer bist du? Wie kommst du ohne meine Zustimmung hier herein? Und was fällt dir überhaupt ein, hier einfach so hereinzuspazieren? Hat man dir keine Manieren beigebracht? Was willst du von mir? Thank you.
Oh nein, ich glaube es einfach nicht. Jetzt sind diese lästigen Viecher von Skorpionen schon wieder in meinem Garten. Das darf doch nicht wahr sein. Wie viele Male habe ich die denn schon vertrieben? Ich könnte... Aber das ist ja die Gelegenheit für meinen ungebetenen Gast, sich zu beweisen. Nun gut, junger Held, wenn du meine Zustimmung zum Bleiben haben willst, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Geh und schaff mir bitteschön diese Skorpionplage vom Hals. Danach sehen wir weiter. Wow, das ist ja richtig nett von ihr, dass ich mich nur beweisen muss, indem ich gegen tödliche, also in der Theorie tödliche, Skorpione kämpfen gehe, die gerade sowas von nicht da waren. So viel zu den Skorpionen. Wow. Das war jetzt aber auch eine Herausforderung. Ich bin hin und weg über meine unglaublichen Taten. Na, ein bisschen gedauert hat das aber schon, bis du der Skorpione Herr geworden bist. Ehrlich gesagt, bin ich aber sehr froh, dass du dich der Sache angenommen hast. Und da du anscheinend auch nichts Böses im Schilde führst, werde ich jetzt auch mal nicht so sein. Mein Name ist übrigens Talis. Ich bin hier im Canyon groß geworden und habe nie woanders gelebt. Früher lebte ich mit meinen Eltern hier. Meine Mutter, eine Steamerin, ist allerdings schon vor langer Zeit gestorben. Und mein lieber Vater Gaidon, ein Dreamer, ist ihr erst vor kurzem gefolgt. Er war ein großer Forscher, ein Ethnologe, der sich sehr mit der Geschichte der Völker von Gotus beschäftigt hat und viel in der Mine hier in der Nähe geforscht hat. Leider ist er auch bei einer seiner Studien umgekommen. Er wurde kürzlich in einer der zahlreichen Höhlen hier von einem Erdbeben überrascht und dabei getötet. Du guckst so merkwürdig. Ist was? Tja, wie soll ich das sagen? Dass deine Eltern schon tot sind und du ganz alleine hier bist, tut mir natürlich leid. Aber dass du auch eine Steamer-Dreamerin, ein Mischlingskind bist, das finde ich gigantisch. Ich dachte immer, ich sei der einzige aus der Art geschlagene Sprössling dieser Sorte in ganz Gotos. Und jetzt erfahre ich, dass ich eine Seelenverwandte habe. Ich bin nicht mehr allein auf dieser Welt. Bei den spitzen Ohren meiner Mutter. Das ist toll! Natürlich, das ist wahr. Jetzt erscheint vieles, was mir kürzlich widerfahren ist, in einem anderen Licht. Ich weiß nicht, welche Macht deinen Weg hierher gelenkt hat, aber ich weiß, dass es kein Zufall sein kann, dass wir uns hier und jetzt begegnen. Ich habe heute Morgen nämlich so etwas wie eine Fata Morgana gesehen und ich sah dich. Deshalb war ich auch zunächst so misstrauisch. Ich habe des Öfteren Eingebungen oder Visionen, aber so deutlich wie diese heute Morgen war noch keine zuvor gewesen. Vielleicht hat es das Schicksal wirklich bestimmt, dass wir zusammenkommen sollen. Wow, das ist alles ganz schön viel auf einmal. Ich glaube, ich brauche erst einmal ein wenig Zeit, das alles zu verdauen. Wolltest du nicht unbedingt zur Mine? Mein Vater hat sie vor seinem Tod aus Sicherheitsgründen versiegelt. Ich habe nur einen Teil des Siegels, das aus 3 Linsen besteht. Hier, nimm diese grüne Linse und auch, diesen grünen Augenstein. Irgendwo hier im Canyon sind die anderen Linsen versteckt. Die Augensteine helfen dir, in die Höhlen zu gelangen. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Falls du die Mine öffnen kannst, entscheiden wir gemeinsam, was weiter zu tun ist. Und gib auf dich Acht. Ich möchte meinen ersten Seelenverwandten nicht gleich wieder verlieren. Und so einfach bekommt man eine Freundin. Oh Mann. Aber gut, Augensteine. Yay. Unterwäsche im Schrank vielleicht? Ist das nicht mal ein Schrank? Ist das ein Schrank? Hm. Na gut, wie auch immer. Jetzt haben wir einen grünen Augenstein und eine grüne Linse. Plus den blauen. Öffnet den Schlund des Affen. Dient manchmal als Auge eines Affen. Also ich finde die Beschreibung öffnet den Schlund des Affens besser als dient dem dient manchmal als Auge. Ah, naja, okay. Okay. Aber schön, ne? Kaum haben wir eine nette Dame getroffen, heißt es sofort, dann entscheiden wir gemeinsam. Ich bin ein Mann. Ich mach, was ich will. Ich gehe, wohin ich will. Ich hau Skorpione zu Brei, wie ich will.
brauche niemanden, der mir sagt, wie ich auf den Skorpion drauf zu hauen habe, bis er Matschepampe ist. Also, ne? Meine nur. Fleugen. Da macht der Affe. Ah! Ja. Hallo Leute. Wir werden hier für eine Weile kampieren. Du wirst also nichts weiter dazu sagen. Gut, dann beenden wir den Part hier, wo er begonnen hat, im Schachcamp. Weil. Warum auch nicht? Jetzt muss ich gucken, welcher von diesen Affen der blaue Affe war. Der blaue Affe mit eiskaltem Blick. Mit Melvin erkunden wir auch beim nächsten Mal die Welt von Grothos. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das ganze Video, schreibt mir, wie dumm ich mich anstelle und vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken. Ich bedanke mich bei meinen Patreons, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.